einer neuen Folge von Tobias entdeckt erkunden wir, wie hochwertige Öfen und Kamine produziert werden. Und wir besuchen eine kleine Oase für Tiny House Liebhaber und sprechen mit ihnen über das Leben auf kleinem Raum. Eine neue Folge Bauen und Wohnen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir starten gleich mal mit einem kleinen Experiment. Macht am besten mal die Augen zu, entspannt euch und stellt euch ein schönes Kaminfeuer vor. Diese Wärme und das Knistern und das im Herbst oder bei den ersten Schneeflocken bald. Das ist doch ein echter Traum. Wir schauen uns heute an, wie hochwertige Kamine und Öfen gebaut werden. Ein Feuer ist seit der Steinzeit ein Symbol für Wärme und Gemütlichkeit. Auch in der heutigen Zeit sorgen Kamine und Öfen für ein ganz besonderes Flair und eine angenehme Wärme in unserem Zuhause. Doch ein Kamin ist nicht gleich ein Kamin und ein Ofen ist nicht gleich ein Ofen. In der heutigen Folge von Tobias entdeckt schauen wir uns die Unterschiede bei den Öfen und Kaminen genauer an und werfen auch einen Blick in die Produktion hochwertiger Kamine, die teilweise viel mehr können, als nur ein gemütliches Feuer zu machen. Wie haben sich die Öfen in den letzten Jahren verändert? Gute Frage. Also von der Optik ganz abgesehen ist es sicherlich so, dass in der Technik eines ging, und zwar, dass sie in der Verbrennung wesentlich sauberer geworden sind und es heute gute Möglichkeiten gibt und schöne Möglichkeiten, die Wärme auch nachhaltig zu speichern. Was wollen die Menschen heute? Nur ein Feuerchen oder wollen die mehr? Wollen die Wasser mit warm machen? Wollen die damit ein ganzes Haus heizen? Es gibt definitiv einfach das schöne Feuer. Aber mehr und mehr ist die Thematik, dass man mit Ofen auch mehr wie nur Feuer haben möchte. Man will auch die nachhaltige Wärme. Man will vielleicht Wärme fürs ganze Haus, ja. Thema Wasser. Ich kann dann mit meinem Ofen warm duschen, warm baden, die Fußbodenheizung warm machen. Ich könnte das ganze Haus damit heizen. Jetzt haben wir hier vorne etwas Größeres. Das sieht ein bisschen aus, würde ich sagen, wie ein, fast wie ein Küchenelement heute, würde ich sagen. Also richtig, ja, schön. Ja. Was hat es jetzt damit auf sich? Also so ein Schwert. Ja, das ist unser Kimoto. Er verbindet einmal diese nachhaltige Speicherwärme, was die Wärme angenehm lang anhalten macht im Wohnraum. Er verbindet aber das schöne Feuer, das ich zum Beispiel zwischen Wohnen, Essen, Küche platzieren kann und somit aus dem ganzen Lebe- und Wohnbereich das Feuer habe. Und er vereint aber auch die neue, sagen wir, Art, sich einzurichten, die Offenheit, reduzierte Formen. Hier wirkt der Raum nach wie vor offen und er wird nicht eingeschränkt, sondern er wird bereichert um ein schönes Kaminfeuer, um eine nachhaltige Wärme, ohne dass ich ein riesen Bauwerk installieren muss und meinen vielleicht offenen Wohnraum eben wieder einschränke. Jetzt Thema Energie, ganz kurzer Sprung zurück, bevor wir in die Produktion schauen. Man hat gehört, alle Ofenhersteller wurden überrannt jetzt in der Energiekrise. Ist das bei dir auch so oder ist das, sagen wir mal, beim 400-Euro-Ofen ein bisschen dramatischer wie beim hochwertigen Ofen? Ja, wir erfreuen uns einer erhöhten Nachfrage, sicherlich. Aber ich denke, die Masse, die jetzt einfach die Grundversorgung Wärme gewährleisten möchte, ist schon auch im Basissegment zu finden. Da bekommen wir auch von Kollegen und von auch aus dem Handel mit, dass das schon ein leergefegter Markt ist, beziehungsweise wir merken es selber, wenn wir heute Öfen von Herstellern bestellen, bekommen wir die für Winter 23. Okay, dann würde ich sagen, wir schauen uns aber jetzt die Produktion an und nicht im Winter 2023. Sehr gerne. Nun wollen wir uns anschauen, wie die hochwertigen Öfen gebaut werden, und zwar Schritt für Schritt. Also Thomas, hier entsteht jetzt alles praktisch von Anfang an? Von Anfang an. Was ist das Grundmaterial und wo kommt es her? Das interessiert die Leute hier heute immer. Also wir arbeiten hier viel mit Rohstahl, Naturstahl, um es quasi so natürlich wie möglich zu halten. Und das schneiden auch wir hier in Ostrach. Ja, okay. Also es kommt alles hier aus der Umgebung und es wird alles hier zusammengebaut. Und was macht er jetzt? Er fertigt jetzt gerade eine Hülle, eine Naturstahlhülle für ein neues Projekt.
Was für ein Ofen kommt da raus? Da kommt jetzt noch ein Speicherofen Kimoto raus. Okay. Mit schöner TV-Wand und Holzbank. Das hört sich gemütlich an auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt hier weiterlaufen, hier wird es langsam ein bisschen... ich würde sagen, hier kann man jetzt die Ausstattung wählen. Hier entsteht das, was den Speicher ausmacht. Der Rauch, der geht sozusagen durch diesen Ofen durch und erwärmt diese Steinmasse. Und die Steinmasse sorgt dafür, für diese lange, angenehme, angesprochene Wärme. Aber jetzt habe ich unterschiedliche Steine. Also ich habe einmal, das sieht anders aus, das sieht anders aus und das sieht anders. Also ich bin Laie, jetzt kannst du mir das mal erklären. Je nachdem, was der Einsatzzweck ist und was der Stein erfüllen muss, wird hier die Qualität eingesetzt. Das ist ein Stein, der für eine hohe Verbrennraumtemperatur sorgen muss. Ja. Das ist ein Stein, der hohe Temperaturen aushalten muss. Und das ist einer, der einfach sehr gut speichern können muss. Da hört sich noch ganz schön viel Hirnschmalz an. Also hätte ich gar nicht gedacht. Ja, doch. Das Handwerk ist komplex und inzwischen auch sehr... Also es hat sehr viele Details, die man wissen muss, ja. Ich bin gerade echt begeistert, ja. Jetzt mal, wenn wir jetzt hier weiterlaufen, warum gibt es hier jetzt 3 Öffnungen? Irgendwann muss ich diesen Ofen mal reinigen. Der Rauch, der geht da durch, er lagert Ruß ab und den Ruß und auch die Asche, die muss ich irgendwann mal hier aussaugen. Alle 2 bis 5 Jahre sollte ich das mal machen. Okay. Jeder Ofen sollte mal gewartet und gereinigt werden. Also nicht, sehr wichtig. Nicht nur die Scheibe geputzt. Nein. Jetzt mal eine Anfängerfrage. Wenn ich jetzt einen neuen Ofen habe, wie heize ich überhaupt am anderen? Mache ich das am Anfang so die ersten paar Mal so ganz langsam oder sage ich beim ersten Mal langsam und dann mal richtig Gas? Oder? Ja, also bei Speicheröfen, wie wir sie hier bauen, ist es sehr wichtig, dass ich langsam anfange zu heizen und dass ich so peu à peu wirklich über eine Woche, über 10 Tage hinweg das langsam steigere. Nur dann kann er schön behutsam austrocknen und hat dann zum Schluss seine volle Speicherleistung. Und wenn ich so einen Schwedenofen, Kaminofen habe? Ja, da kann man schon eher mit einem, anfänglich wirklich mit einem kleinen Feuer, aber dann kann man schon auch gleich Gas geben. Also ab dem zweiten Mal? Kann man mal losheizen. Nicht erschrecken, neue Öfen, die rauchen, die qualmen. Das ist aber kein Rauch, der austritt, sondern das sind die Produktionslacke und Öle, die da noch einfach rauskommen. Also das ist ganz normal. Okay, also jetzt haben wir hier noch ein bisschen sehr viel Rohkonstruktion, da fehlt noch die Scheibe und so weiter. Genau. Und hier sieht das Ganze aber schon... Hier fährt jetzt zwar auch noch die Scheibe, aber dieses Metall. Ja, das ist massive Stahllamelle, die wir hier bauen. Das ist schon eines unserer neuesten Designs. Jede Rille ist bestimmt 5-6 Mal in der Hand, bis sie dann aufgebracht wird, bis sie normal oberflächenbehandelt wird. Selbst diese Schritte sind 3-4 Schritte, bis die Oberflächenbehandlung fertig ist, bis es dann wirklich auch rausgeht. Also hier ist wirklich von Anfang bis Ende eigentlich ganz viel Handarbeit und alles hier regional. Jedes Teil wird in die Hand genommen, jedes Teil ist individuell. Alles wird angepasst auf Kundenwunsch, auf Planung, auf Situation beim Kunden. Ich muss schon sagen, so Öfen und das Feuer, die faszinieren mich. Ich bin aber auch begeistert, wie viel Handarbeit dahinter steckt. Und wie das Ganze jetzt weitergeht, das seht ihr gleich im zweiten Teil von Tobias entdeckt. Und weiter geht es in der Produktion für hochwertige Öfen und Kaminen. Was auffällt, es ist sehr viel Handarbeit im Spiel. Und im Keller geht es weiter. Das erste Mal Glas. Ist das spezielles Glas? Das ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, gar kein Glas. Und das ist eigentlich eher vergleichbar mit einem Ceranfeld vom Herd. Das ist ein hochtemperaturbeständiges Silikat, das eben hier im Ofenbau eingesetzt wird. Temperaturbeständig bis über 800 Grad. Und was macht er jetzt hier genau? Die Dichtungen, die wir hier einlegen, sorgen dafür, dass der Ofen nachher einen sauberen Abschluss hat, dass das Glas gegenüber Metall spannungsfrei sozusagen verarbeitet werden kann und eben nicht reißt und dann auch dafür sorgt, dass kein Rauch austritt aus dem Ofen. Und wenn wir jetzt hier nach vorne weiterlaufen, dann sehe ich da ein paar Öfen in Reihe und Glied.
Ja, also hier ist jetzt schon viel passiert. Hier haben wir geschweißt, hier haben wir verschliffen, hier haben wir Gewinde geschnitten, aufgepunktet, Teil produziert. Hier steht jetzt sozusagen der fertig lackierte Rohofen, der jetzt auf seine Oberfläche wartet. Und eben hier sehen wir jetzt gleich noch, wie dann die Scheibe eingesetzt wird. Und was ist das jetzt für ein Ofen, wenn ich fragen darf? Das ist jetzt ein Riton von Kimoto, ist ein eher Kaminofen-Thematik, ja. Aber aufgrund seiner hohen Eigengewichts, also fast 300 Kilo, speichert er dann doch auch seine 3, 4, 5 Stunden Wärme. Und du hast gesagt Lackierung. Wie wird das jetzt lackiert? Gibt es da bestimmte Lacke? Weil da ist ja schon ganz schön Dampf und Hitze dahinter. Die Lacke sind tatsächlich hochtemperaturbeständige Lacke. Die auch, wir haben es vorher gehabt, beim ersten Feuern auch erst so richtig hart werden. Ja. Also diese grob erste Austrocknung, das ist noch nicht die Endhärte dann vom Lack, sondern die kommt erst dann, wenn quasi der Ofen das erste Mal warm wird. Das zeigt sich dann auch in einem Art Rauch, der da aufsteigt. Ja. Das ist aber kein Rauch, sondern das ist tatsächlich das Einbrennen des Lackes. Und das hat man 2-3 Mal beim ersten Feuern oder die ersten 2-3 Feuer und dann ist es auch gut. Also hier kurz vor der Auslieferung, oder? Hier sind wir kurz vor der Auslieferung. Da sieht man jetzt den Riton nochmal speziell mit Speicher eingesetzt im Glas. Und hier kommen wir jetzt in die Endkontrolle quasi, der gesamt zusammengesetzte Ofen, der einmal, also jeder Ofen einmal kontrolliert wird, bevor quasi uns aus der... Und was kontrolliert jetzt dein Mitarbeiter alles? Ja, hier ist der Lack sauber, überall fehlerfrei. Funktioniert der Verschluss von alleine? Ist der Drehstutzen das, oben. Was wir jetzt gesehen haben. Das ist jetzt zum Beispiel, was wir jetzt gesehen haben. Das muss mit, also A, von alleine schließen und dann muss mit 6 Kilo Kraft quasi, muss die Türe wieder öffnen, wird mit einem Magnet gehalten. Sind die Kanten, die Fugen alle richtig parallel zueinander, sitzt der Drehstutzen, ist jede Schraube da, wo sie hingehört. Einfach das, dass die Qualität und gesichert ist und die Funktion und die Sicherheit vor Ort auch gegeben ist. Jetzt gibt es ja auch Weiterentwicklungen und da gibt es ja auch, glaube ich, eine Förderung vom Ministerium für die Brennkammer, die noch effizienter werden soll. Im Moment hat man ja definitiv die Herausforderung oder das Holz steht in der Kritik. Ist es nachhaltig, ist es nicht nachhaltig? Staub, ja, nein. Und das Wirtschaftsministerium für auch Umweltschutz unter anderem hat uns da einen Zuschuss gegeben, die Verbrennung in unserem Kimoto noch sauberer zu machen. Das geht auf jeden Fall, ja. Und was für mich das Zeichen ist, die Politik und die sieht definitiv die Zukunft auch in Holzfeuer und zwar dezentral in jedem Wohnzimmer. Kommen wir am Ende nochmals zurück in die Ausstellung und sprechen über einige Tipps und Tricks, wie wir die Scheibe schön sauber kriegen und natürlich auch über rechtliche Themen rund um die Kamine und Öfen. Vor einiger Zeit durften ja alte Öfen nicht mehr betrieben werden. Welcher hat es betroffen und wie kann ich nachrüsten? Ja, diese Umrüstwelle, die läuft sogar noch, die läuft bis auf jeden Fall Ende 2024. Das betrifft alle alten Öfen, die nicht die neuen Abgasnormen erfüllen. Und umrüsten bei einem Schwedenofen bedeutet es, einen neuen Ofen einbauen. In einem bestehenden Kachelofen heißt es, eine neue Feuerstätte einsetzen. Alter Heizeinsatz nennt man das, rausbauen, neuen Heizeinsatz einbauen. Und da gibt es heute wirklich sehr, sehr gute Heizeinsätze, wo ich die Grenzwerte um das Zehnfache unterbieten, was der Alte quasi geboten hat. Also wahnsinnig. Jetzt habe ich mich vor einem halben Jahr selbst damit befasst, mal einen Schwedenofen zu kaufen. Wir haben da auch telefoniert. Und da kommt man zum Beispiel auf Fragen, wie viel kW soll so ein Ofen haben? Das ist wie bei PS beim Auto. 2, 5, 8. Auf was soll der Käufer überhaupt achten? Ja, beim Auto würde man sagen, mehr PS ist super. Beim Ofen würde ich sagen, ist das eher Qualitätsmerkmal. Je weniger, desto besser. Weil wo werden die Öfen heute eingebaut? Und so in hauptsächlich neu gebauten Häusern, die ja per Gesetz sehr energieeffizient gebaut werden müssen und die auch energieeffizient sind. Und da macht es vom Wohnen her auf jeden Fall vom Wohnambiente, Klima, Wärmeüberschuss oder sogar Wärmebelastung eher mehr Sinn, einen Ofen zu haben, der
wenig Leistung hat, bis hin zu eigentlich eher eben das Thema Wärmespeicher wieder, was wir vorher schon mal hatten, dass ich quasi wirklich über Stunden mit einem Feuer angenehme Wärme habe. Keine Wärmebelastung schon fast, sondern eben angenehm. Also nicht diese Peaks, ganz heiß, ganz kühler, kalt, ganz heiß. Genau, ständig wieder nachlegen. Ja. Je mehr Leistung dieser Ofen hat, desto extremer ist es. Je weniger Leistung und am besten eben mit Speicherofen. Wie lange hält überhaupt so ein Ofen, wenn ich jetzt nicht komplett übertreibe? Unsachgemäß betreibe. Genau. Ja, also einen guten Ofen würde ich jetzt mal sagen, der kann locker wieder 30, 40 Jahre halten, mit dementsprechend Wartung und Liebe, mal ab und zu zur Reinigung und Austausch von Brennraumsteinen, Dichtungen etc. Wohingegen ich, würde ich jetzt mal überspitzt sagen, 300 € Ofen, 2-3 Jahre, dann ist er durch. Ich würde gerade sagen, wo fängt überhaupt ein guter Ofen an? Wenn man mal Kaminofen googelt, bekommt man ganz viele Angebote für 400-500 € und man denkt sich, aber der sieht doch genauso aus, warum kostet der jetzt 800 und so weiter? Ja. Wo fängt denn ein guter Ofen an, der auch mal ein paar Jahre hält und wo ich auch sicher bin? Ja, das ist ein gemeingroßes Angebot, das man da findet. Aber ich würde jetzt mal sagen, es ist schwierig zu sagen, was ist gut, was ist nicht gut. Es ist nicht wirklich objektiv zu beurteilen. Aber ich würde jetzt mal behaupten, wenn man jetzt die Hersteller anschaut, die am Markt aktiv sind und die über den Fachhandel vertrieben werden, würde ich behaupten, ohne jetzt die Dienstleistung drumherum in Anspruch zu nehmen oder zu rechnen, muss ich schon eben um 3.000 bis 4.000 Euro rechnen, wo ich behaupten würde, da kann man einen guten Ofen bauen. Du hast gerade schon gesagt, man sollte ihn pflegen. Jetzt hat man oft irgendwann mal bei dir gar nicht dunkle Scheiben. Wie kann ich die einfach sauber machen? Also auch bei uns werden die Scheiben manchmal schmutzig. Aber das als Großmutters Mittelchen war immer ein Ceva oder ein Zeitungspapier nass mit der Asche, mit der kalten weißen Asche eintunken und so die Scheiben putzen. Wenn die normale Verschmutzung, was einen normalen Ofen mit sich bringt, kriege ich da im Nu sauber und weg. So, was die Zuschauer auch immer interessiert, das lesen wir in den Kommentaren zum Beispiel, ist das Thema, was kostet so etwas? Jetzt haben wir heute verschiedene Öfen gesehen, vom Schwedenofen, der gegenübersteht, bis hin zum Kimoto mit allem drum und dran. Wo liege ich jetzt preislich, wenn ich hochwertige Öfen haben will? Also wir hier bauen ja tatsächlich das ganze Segment eigentlich vom sozusagen Schwedenofen, Kleinspeicherofen bis hin zum großen Speicherofen. Und wir selber können jetzt nicht für 3.000, 4.000 Euro bauen, das schaffen wir leider nicht, aber wir steigen da leicht drüber ein. Und wenn ich einen guten Kachelofen, Speicherthematik, vielleicht Wasser, würde ich schon sagen, ab 20 muss ich leider heute rechnen. Also Tendenz steigend aufgrund aktueller Energiethematik, Rohstoffe. Thomas, dann vielen Dank für die ganzen Einblicke und Informationen. Sehr gerne. Spannende Einblicke bei Thomas Wiedmann. Ich muss sagen, was mich total überrascht, ist das mit der KW-Zahl. Ich dachte immer, je höher die KW-Zahl bei einem Ofen, desto besser. Aber genau andersrum ist es. Je kleiner die KW-Zahl, je länger habe ich Wärme bei mir in der Wohnung. Wir sehen uns gleich wieder und dann geht es bei uns weiter mit Tiny Häusern. Bis gleich. Willkommen zurück bei Bauen und Wohnen und jetzt geht es bei uns weiter mit Tiny Häusern. Meine Kollegen waren unterwegs und haben sich in einer Tiny House Siedlung umgeschaut, wie man so dort leben kann und vor allem, was die Menschen über das Leben in den kleinen Häusern so denken und was es für sie so besonders macht. Naturnah, gemütlich, extravagant. Die Idee vom Tiny House reizt immer mehr Deutsche, vor allem als Feriendomizil. Urlaubsgäste haben diese Minihäuser auf dem Waldbronner Campingplatz allerdings noch nie gesehen. Sie sind das ganze Jahr über fest bewohnt. 16 Tinyhäuser stehen aktuell in der Siedlung. Sie ist bisher eine von wenigen in ganz Deutschland. Als einer der ersten hat Michele Paldino hier vor rund 2,5 Jahren seinen festen Wohnsitz angemeldet. Auf nur 18 Quadratmetern hat der überzeugte Minimalist alles, was er braucht. Ich habe es im Winter warm, weil ich einen vernünftigen Ofen habe. Ich verfüge über Warmwasser, ich habe Internet. Also wir
Tiny-House-Bewohner, wir leben schon in der Moderne. Ja, also wir sind jetzt irgendwie nicht solche Leute, die sich aus oder mit nichts von der Welt mehr zu tun haben wollen. Wir sind schon irgendwo moderne Menschen. Ich verzichte auch auf nichts. Und dann spielt die Quadratmeterfläche, glaube ich, keine Rolle mehr. Die Entscheidung für das Leben auf dem Campingplatz kam nicht ganz freiwillig. Doch woanders einen festen Stellplatz zu finden, sei so gut wie unmöglich gewesen. Diese Erfahrung hat auch Nachbarin Gudrun Pretorius gemacht, die sich aus ökologischen Gründen für ein kleines Häuschen entschieden hat. Es ist sehr, sehr schwierig, Stellplätze für Tiny-Häuser zu finden, eben wegen dem Baurecht. Es ist sehr, sehr schwer. Ich habe in sehr, sehr vielen Gemeinden auch angefragt, ob man Randgrundstücke, Eckgrundstücke, ob da die Stelle, also ein Stellplatz für Tiny-Häuser möglich wäre. Das wurde alles abgelehnt. Also ich war lange auf der Suche. Ihre neue Heimat haben beide inzwischen lieben gelernt und schätzen vor allem das lockere nachbarschaftliche Verhältnis zu den anderen Bewohnern. Ab 50.000 Euro sind die Minihäuser aktuell zu haben. Eine Investition, die sich gerade bei explodierenden Strom- und Gaspreisen doppelt bezahlt macht. Wohnen auf kleinstem Raum auch finanziell eine Erleichterung, die Nebenkosten überschaubar. Wir haben ganz viele Menschen in Deutschland, wo ja schon Mitte des Monats oder zum 20. dass das Geld schon knapp wird. Ne? Und ich weiß nicht, wie die diese Probleme lösen wollen, weil da wird ganz schön was auf uns zukommen. Ne? Und Gott sei Dank koche ich nur mit Gas und so eine 5-Kilo-Flasche, die hält bei mir locker ein Dreivierteljahr. Und das werde ich mir noch leisten können. Heizen tue ich mit Petroleum, ist auch noch bezahlbar. Ich glaube, wir Tiny House-Leute, die so auch diesen ökologischen Gedanken sehr, sehr wichtig finden, dass wir so wirklich fast einen Orden verdient haben im Moment, weil minimalistischer und sparender kann man eigentlich gar nicht mehr leben. Die beiden Wahlwaldbronner sind nicht die einzigen, die den Trend für sich entdeckt haben. Als Mitglieder im Verein Tiny Houses für Karlsruhe berichten die beiden von einem in den vergangenen Jahren stetig steigenden Interesse. Immerhin, auch bei den Kommunen und Gemeinden scheint das Thema langsam angekommen zu sein. Gemeinden und Kommunen kommen jetzt auch immer öfters zum Beispiel auch auf uns zu und bieten uns Grundstücke an. Die sagen, das, was ihr hier macht, ist sowas von schön, von faszinierend, dass wir das gerne auch in unserem Dorf zum Beispiel haben. Und in Mühlacker entsteht zurzeit Deutschlands größte Tiny-House-Siedlung mit 65 Stellplätzen. Sein Zuhause auf dem Campingplatz will Paldino aber trotz des langsam steigenden Flächenangebots nicht mehr abgeben. Er liebt das Leben dort und kann sich bald über neue Nachbarn freuen. Denn auch die Tiny-House-Siedlung in Wallbronn wächst weiter. Für 3 neue Häuschen ist noch Platz. Doch die Nachfrage nach der minimalistischen Wohnform übersteigt noch immer bei weitem verfügbare Flächen. Interessante Einblicke in das Leben von Menschen, die in Tiny-Häusern wohnen. Ich muss sagen, so ein kleines Tiny-Haus wäre schon etwas, dann aber bitte mit einem schönen Garten und einer schönen Terrasse, dann funktioniert das Ganze. Das war's für diese Woche wieder mit Bauen und Wohnen. Ich freue mich, wenn ihr kommende Woche wieder einschaltet. Bis dahin alles Gute und tschüss. Wie autark kann man sich wirklich machen? Wir haben dazu eine Familie im Allgäu besucht, die ihr Haus energetisch auf Vordermann gebracht hat. Lifte können unser Leben zu Hause deutlich einfacher machen. Wir haben uns ein Modell mal genauer angeschaut.